Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt auch immer schön sportlich fair. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich in den letzten Wochen immer wieder wiederhole. Ich bin ein bisschen krank und habe auch ziemlich viel Arbeit aktuell zu tun. Deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen komisch, nehmt mir das nicht übel. Außerdem hatte ich überlegt, ob ich noch was zu dem Hopp-Plakat oder zu den Hopp-Plakaten und dieser allgemeinen Aktion sage, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, lieber nichts zu sagen. Das kann eigentlich nur in Streit enden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschalten, wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Prognose. Los geht's mit dem Freitagabendspiel Paderborn gegen Köln. Danke fürs Reinschalten, let's go! Die Konkurrenz macht es dem SC Paderborn nach wie vor möglich, den Klassenerhalt im Visier zu haben. Der erste FC Köln konnte sich durch eine fantastische Phase weit von diesen Plätzen distanzieren. Auch wenn noch nicht alles klar ist, so langsam kann man sich darauf schon einstellen, dass die Geißböcke auch in der nächsten Saison Liga 1 spielen werden. Die erste Chance gehörte auch den Gästen aus der Domstadt. Sechste Spielminute, Jakobs schließt hier ab, der Ball noch abgewehrt mit der Hand von Strodig, wurde aber nicht gewertet. Die erste Hälfte ganz klar in der Hand von Gisdols Spieler. Jonas Hector, Keins im Mittelfeld, wird da gut gespielt. Dann sieht Hector auf Außen Jakobs, das können sie ganz ruhig spielen. Skiri, Abschluss, Marc Uth, der zuletzt gegen Schalke nicht ran durfte. Jetzt wieder mit dabei, vertrat in der Spitze den gelb gesperrten John Córdoba. Man merkte schon, dass der Kolumbianer nicht dabei war, dennoch machten die Kölner das gut und der Treffer war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Skiri, Uth, nächste Möglichkeit, knapp vorbei, er näherte sich mehr und mehr an, doch noch sollte der Treffer nicht fallen. Dann war auch erstmal Pause, stand nach 45 Minuten 0:0, der SC Paderborn damit sehr gut bedient. Das war ein eher Mauerauftritt. Jetzt kam sie aber etwas besser rein. Kai Pröger legt zu Fridtjonsson. Pröger wieder hier im Passspiel. Letztendlich kommt der Abschluss von Klaus Jasula, aber deutlich zu harmlos daher. Sie näherten sich aber Stück für Stück an den Kasten von Timo Horn an. Die nächste Situation gehörte auch der Baumgart-Elf. Vasiliades, Jasula mit dem Ball am Fuß, sieht die Lücke. Fridtjonsson steckt noch einen durch zu Kai Pröger und in der 60. Minute stand es 1:0 für den SCP. Nach wie vor etwas schmeichelhaft, aber Pröger bleibt eiskalt vor Horn und trifft. Der erste FC Köln wusste nicht so ganz, wie das passieren konnte, hätte man nur mal seine Möglichkeiten genutzt, die insbesondere in Hälfte 1 zuhauf vorhanden waren. Srebeni, Kai Pröger, das 2:0, auch jetzt denkbar mittlerweile, 69. Spielminute. Timo Horn hatte etwas dagegen und hielt so seine Mannschaft noch im Spiel. Und eine Möglichkeit sollte es noch geben, wenngleich die Geißböcke sich wirklich schwer taten zum Ende hin der Partie. Paderborn bekommt es nur so halb geklärt. Strodig in den Fuß von Leistner. Hector dann geht schnell nach vorne. Uth, Abschluss, Rex Bischai. Doch Elvis Rex Bischai trifft den Ball nicht gerade gut und muss dann hinnehmen, dass der am Tor vorbeikullert. Mehr passierte nicht. Der erste FC Köln muss sich unglücklich mit 1:0 geschlagen geben. Wenn sie so spielen wie in der ersten Halbzeit, muss man sich keine Sorgen machen. Der SC Paderborn hingegen schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Wenn Frankfurt an die Vorsaison denkt, an dieses Spiel hier in der Bay Arena, da werden sie Albträume bekommen. Das war eine Niederlage historischen Ausmaßes. Insbesondere die erste Hälfte lief da komplett gegen die Adler. Hier sah es anders aus. Frankfurt kam gut rein. Vierte Minute. Radetzky bekommt den Ball nicht wirklich gut geklärt. André Silva setzt nach per Kopf. Doch der Finne
im Kasten. Der Werkself ist rechtzeitig wieder oben und fischt den Ball weg. Doch der Ball kam direkt wieder. Und jetzt war er auch im Tor. Philipp Kostic, 5. Spielminute. Das verdiente 1:0. So viel war noch nicht von der Uhr runter. Doch Frankfurt kam hier fantastisch in die Begegnung. Und es ging noch besser weiter. Nur 8 Minuten später der nächste Treffer. Timothy Chandler, der mittlerweile zu einem waschechten Rechtsaußen geworden ist, schlägt zu und erzielt das 2:0. Leverkusen völlig neben der Spur. Dominic Kohr und André Silva auf dem Vorwärtsmarsch. André Silva, 0:3. 24 Minuten und das, was Frankfurt hier erlebt in der Vorsaison, kehrt sich hier ein Stück weit um. Verkehrte Welt hier in Leverkusen. Über eine halbe Stunde schon gespielt, das erste Mal die Bayer 11 jetzt. Wendell vielleicht scheitert am Trab, setzt aber als erster nach und schließt an. 33. Minute, das 4. Tor in dieser Partie. Das 1:3 sorgte nochmal für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Vor dem Seitenwechsel mit 2 Toren Unterschied ging es in die Katakomben. Die Hoffnung also noch durchaus da für Leverkusen. Man hatte ja unter anderem Dortmund 4:3 geschlagen. Das würde man hier gerne wiederholen wollen. Und es sah nicht schlecht aus. Wendell zu Bailey. Kevin Trapp ist schnell genug auf dem Boden. Die Fahne ging nicht hoch, wäre natürlich nochmal überprüft worden, aber ein möglicher Treffer hätte wohl seine Gültigkeit erhalten. Leverkusen lief die Zeit aber davon, da spielte Frankfurt logischerweise in die Karten. Fehlpass Tabsoba, Kohr setzt sich gegen Wendell durch. Chandler, Sebastian Rode legt in die Mitte und da muss natürlich die Entscheidung fallen. Ganz große Möglichkeit, Ilsanker schießt aber den hechtenden Radetzky an. Der bekommt den Ball in die Magenkuhle und verhindert so die vorzeitige Entscheidung. Doch das 2:3 sollte langsam auch her für zumindest einen Punkt, wäre das mittlerweile übermäßig notwendig gewesen. Alario, Bailey, Alario, 89. Minute. Es blieb beim 1:3, das hier das letzte Highlight der Partie. Leverkusen hat die erste halbe Stunde komplett verpennt und konnte diese 3 Tore einfach nicht mehr aufholen. Und so gewinnt Frankfurt nicht unverdient mit 3:1 gegen Bayer 04 Leverkusen. Der VfL Wolfsburg erzwang ein 2:2 gegen den 1. FC Union Berlin. Und auch RB Leipzig ging am Sonntag mit einem Punkt vom Feld 1:1 daheim gegen Bayer 04 Leverkusen. Beide Teams holten einen Rückstand auf. Leipzig hier motiviert. Weiße Trikots, rechts nach links. Erster Schuss, erstes Tor. 8. Minute, Emil Forsberg von Christopher Nkunku vorbereitet, der irgendwie jedes Tor vom Gefühl her bei RB Leipzig auflegen kann. Hier ist er wieder in Action. Bringt Forsberg in Position. Der hat Glück, dass der Ball vom Pfosten über die Linie springt. Die Wölfe in der ersten Halbzeit non-existent. Stattdessen die Möglichkeit für Timo Werner zum 2:0. Die ließ er sich nicht nehmen. Nach 20 Minuten die doppelte Führung für die Roten Bullen, von der sich der VfL Wolfsburg in der ersten Hälfte nicht mehr erholen sollte. So ging es dann klar, verdient deutlich in die Kabinen. Der VfL musste sich nochmal gehörig was überlegen. Ansonsten ist hier gar nichts mehr zu holen. 65. Spielminute. Brekalo, Wechost. Vielleicht jetzt mal eine Kontersituation zu Ende spielen. Daniel Ginczek stark rübergelegt zu Renato Steffen. Das wäre die Möglichkeit gewesen zum Anschluss. Hätte neue Hoffnung gegeben. Den trifft er gut, Renato Steffen. Muss sich aber Peter Gulaschi hier
geschlagen geben. Sonst war das nichts von der Mannschaft von Oliver Glasner. Nicht gut eingestellt, Leipzig konzentriert und abgezockt. Ein letztes Mal vom gegnerischen Tor. 75. Minute, Game over. Marcel Sabitzer macht hier alles klar. Kommt aber auch zu frei zum Schuss. Kassiels ist mit den Fingerspitzen noch dran. Kriegt den aber nicht mehr geklärt. So endet das Ganze hier am Samstagnachmittag mit 0:3. Der VfL Wolfsburg hatte zu keinem Zeitpunkt die Chance, hier was mitzunehmen. Verliert so absolut verdient. Und auch in der Höhe so in Ordnung 0:3. Was kann man zu der Hertha sagen? 3:0 hinten gelegen, katastrophal gespielt. Am Ende ein 3:3 gegen Düsseldorf noch erzwungen. Genie und Wahnsinn liegen in diesen Tagen bei der alten Dame nah beieinander. Gegen den SV Werder Bremen war man ganz gut aufgelegt. Bremen ja aus der Bundesliga-Form. Wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass sie jemals in einer Form in dieser Bundesliga-Saison angekommen waren. Das Spiel gegen Frankfurt ausgefallen. Auch das hier als Totalausfall zu bezeichnen. Nicht kompakt. Nicht stabil, über Umwege gerät der Ball zu Sjelbred und der schiebt dann dankend ein. Halbe Stunde gespielt, der SV Werder Bremen wieder überhaupt nicht dabei. Wladimir Darida zu Piontek. 32. Minute, das hätte es hier mit dem 2:0 schon sein können. Nach vorne ging bei den Gästen einfach nichts. Die Unterstützung kam aus dem Gästeblock. Die ist nach wie vor extrem stark. Aber es sollte einfach nicht der Funke überspringen. Der Eckstoß hier kann auch nicht gut geklärt werden. Mateusz Kunja bleibt dran. Da ist Karim Rekik, 34. Minute. Das 2:0 auch noch erweitert aus einem Standard entstanden, dieser Treffer. Erzählt und singt das Lied des SVW in Perfektion. Und mehr ging dann eigentlich auch kaum im zweiten Durchgang. Hertha verwaltete, Werder Bremen verzweifelte, 10 Minuten vor dem Ende nochmal die alte Dame, das 3:0, Schicht im Schacht. Christoph Piontek macht das 3:0. Sein zweiter Saisontreffer, traf ja per Elfmeter zuletzt. Jetzt auch aus dem Spiel heraus. Symptomatisch geht der Ball noch durch die Beine von Pavlenka hindurch. Es steht ein klares 3:0. Der SV Werder Bremen steckt immer tiefer drin und verliert hier komplett verdient in der Höhe. Der SC Freiburg schlug sich wacker gegen den BVB, verlor dann aber doch nicht unverdient mit 1:0. Nun der erste FC Union Berlin zu Gast. Die Eisernen mussten ein 2:2 gegen Wolfsburg hinnehmen. Nach 2:0 Führung gerieten sie da noch ins Wanken. Hier schlugen sie eiskalt zu in der 20. Spielminute. Nach einer Standardsituation kommt da Marvin Friedrich zum Abschluss. In der Vorwoche beim angesprochenen 2:2 traf er auch und kann sich vor der eigenen Kurve feiern lassen. Knappe halbe Stunde nun gespielt. Der SC Freiburg kam auch dann mal nach vorne direkt eiskalt zugeschlagen. Vincenzo Grifo macht den Ausgleichstreffer. Bekommt da ein bisschen zu viel Platz. Gikiewicz kommt eigentlich gut raus, aber Grifo ist eiskalt. Nur wenig später. Wieder Günther, der wieder einiges auch abspulte an Kilometern auf der Außenbahn. Der nächste Schuss, Nils Petersen, 35. Minute. Die Breisgauer fanden mittlerweile gute Mittel, um den ersten FC Union Berlin zu bespielen. Sah wirklich richtig gut aus.
noch eine Möglichkeit vor dem Seitenwechsel und wieder Günther. Christian Günther, Flanke, Abschluss, Philipp Lienhardt und Tor, 40. Minute. Die Partie war gedreht. Lienhardt hält den Fuß hin. Den Ball bekommt Rafael Gikiewicz fast noch gefasst. Aber muss dann doch ein zweites Mal an diesem Nachmittag hinter sich greifen. Alles aber noch offen für den zweiten Durchgang. Der erste FC Union Berlin war ja nicht schlecht drin in der Partie. Aber der SC Freiburg hatte eben die besseren Karten auf der eigenen Habenseite. Andersson setzt sich jetzt mal gut durch. Doch Alexander Schwolo ist aufmerksam. Schnell in der gefährdeten Ecke und fischt den raus. Bald die Faust. Hält so das 2:1 fest. Der anschließende Eckstoß von Trimmel hereingebracht. Kopfball, Christian Gentner. Nun ja, dieser Standard nicht so gefährlich wie der erste. Den trifft der Mittelfeldmotor einfach suboptimal. Ärgert er sich, mehr wäre auf jeden Fall drin gewesen. Freiburg brachte das jetzt hier gut über die Zeit. 82. Minute, selber nochmal eine Standardsituation. Kopfball Petersen hatte noch die große Chance gegen den BVB zum Ausgleich. Hier ist er wieder nicht erfolgreich, aber es sollte nichts mehr ausmachen. Freiburg gewinnt das Spiel mit 2:1. Durchaus verdient, wenngleich Union Berlin auf Augenhöhe mitspielte, aber eben einen Treffer weniger erzielte. Der FC Schalke 04 steckt, und man muss es so sagen, in einer Ergebniskrise. Seit dem 18. Spieltag, seit dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach, läuft es überhaupt nicht mehr bei Königsblau. Man bekommt unfassbar viele Gegentore und erzielt selber einfach keine Treffer. Das muss besser werden. Nun gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das erste Mal nach vorne unterwegs. Das ist Michael Gregoritsch. Selber mal unter Vertrag gewesen bei Hoffenheim. Wirklich gefährlich wird es hier aber noch nicht. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase. Sko mit der Hacke zu Grilic. Der wird von Bastian Oczypka unnötigerweise von der Seite weggesenzt. Gibt folgerichtig Strafstoß für die Gäste. Robert Sko gegen Markus Schubert. Klare Sache, unhaltbar. Dass der einen guten Schuss hat, wissen wir. Jetzt zeigt er auch noch den Elfmeter in unglaublicher Weise direkt ins Kreuzeck. Davon motiviert die Hoffenheimer weiter nach vorne. Gut im Spiel. Grilic, Baumgartner. Das muss es natürlich sein. 20. Minute, Schubert hat was dagegen. Super Reaktion. Und dann kommen direkt die nächsten Anweisungen. Wir schauen uns den folgenden Eckstoß an. Von der linken Seite hereingetreten. Bebu, dann irrt der Ball durch den Strafraum. Andrej Kramaric behält die Übersicht. Und nach 21 Minuten stand es 0:2. Die Zuschauer wurden mitunter unruhig. Dafür konnte man durchaus Verständnis aufbringen. 0:2 nach 45 Minuten. Königsblau fing gut an, ließ dann aber richtig stark nach. Stunde gespielt. Sie gelobten jetzt aber Besserung. Kenny Bojelab wieder raus zu Kenny. Da wird ein bisschen gezaubert. Wann kommt der Ball in Gefahrenposition? Jetzt mal von Gregoritsch. Harit am zweiten Pfosten kann dann mit dem abgewehrten Ball nichts mehr anfangen. Doch auch beim Österreicher Gregoritsch läuft es aktuell nicht mehr rund. Hoffenheim hatte das 2:0 im Rücken und konnte befreit aufspielen. Auch sie kassierten eine mächtige Schlappe beim 0:6 gegen die Bayern. Jetzt kam Maric hier in Szene, kommt aber nicht zum Doppelpack.
Schubert packt wieder fest zu. Wir befinden uns mittlerweile in der 90. Minute. Der FC Schalke hatte schon abgeschenkt. Trotzdem nochmal eine Standardsituation verlängert und irgendwie fällt er auch noch rein. Es passt zur miserablen Situation beim FC Schalke 04. Benjamin Hübner eigentlich wirklich nur mit der Verlängerung, aber weil Schubert da durch den Strafraum irrt, endet diese Partie mit 0:3. Nächste deftige Schlappe für Schalke, aber absolut verdient hier unterlegen. Das Topspiel nannte sich Borussia Mönchengladbach gegen den BVB und absolut zu Recht nannte es sich Topspiel. Zwei wunderbar aufgelegte Mannschaften hier im Duell. Borussia Mönchengladbach in Weiß spielen von links nach rechts im ersten Durchgang, hatte die ersten Anzeichen nach vorne. Lars Stindl mit dem Abschluss scheitert an Bürki, aber wir sehen im Nachhinein, dass Rafael Guerreiro zu ungestüm in den Zweikampf geht. Stindl von hinten angeht, nachdem der Ball gespielt ist, aber das ist ungeschickt und völlig verdient. Der Elfmeter für Borussia Mönchengladbach. Die Chance, nach 12 Minuten in Führung zu gehen. Lars Stindl, der Gefaulte, tritt selbst an. Das negative Omen gilt nicht für den Gladbacher Stürmer. Verlädt Roman Bürki, bleibt eiskalt und bringt die Fohlenelf in Führung. Der BVB kurz geschockt, dann mit einer Trotzreaktion. Julian Brandt, der sich hier schön durchsetzen kann, legt in die Mitte zu Emre Can. Haaland mit dem Abschluss, Elvedi aber passt auf und verhindert so deutlich Schlimmeres. Großchancen waren hier rar gesät in einer Partie, in der keine Mannschaft einen Fehler machen wollte. Einen hatte sich Schwarz-Gelb ja schon erlaubt und der wurde eben auch direkt bestraft. Nochmal Emre Can mit einem Geniestreich. Dieser Ball minimal zu weit, aber auch weil Jan Sommer im Tor der Gladbacher gut aufpasst, schnell genug rauskommt und den Ball vor Haaland noch klären kann. 1:0 also zur Pause. Da war noch rein gar nichts entschieden, doch die besseren Karten aktuell eben bei den Gastgebern. Doch der BVB war jetzt noch mutiger. Sie mussten ja auch mehr riskieren. Brandt und Guerreiro. Wieder Julian Brandt legt raus zu Guerreiro. Die Flanke ist maßgeschneidert für den freistehenden Jadon Sancho, Ausgleich in der 56. Minute. Guerreiro, der den Elfmeter noch verursacht hatte, macht seinen Fehler wieder wett. Sensationell, perfekt getimte Flanke. Der Abschluss von Sancho per Volleyschuss ist dann aber auch absolut sehenswert. Etwas über 60 Minuten jetzt von der Uhr. Gefährliche Freistoßposition für Borussia Mönchengladbach, 19 Meter Torentfernung. Ungefährlich war das nicht, doch Roman Bürki im Tor der Dortmunder ist aufmerksam, spekuliert ein Stück weit auf diesen Schuss und holt den Ball dann raus. Konnte eins der Teams noch den Lucky Punch setzen, der BVB nochmal vorne in der gegnerischen Endzone. Wieder Guerreiro holt sich den Einwurf. Axel Witzel zu Emre Can, der fackelt nicht lange rum. Schließt nochmal ab mit dem linken Fuß, aber mehr als ein Torschüsschen kam dabei nicht raus. Und auch mehr wurde es nicht. Die Top-Partie endet verdientermaßen mit 1:1. Richtig hochklassig war das Spiel allerdings nicht. Der Auftritt bei der TSG 1899 Hoffenheim vom FC Bayern München war wirklich wieder atemberaubend. Coutinho, der zweimal traf, legt sich hier den Ball zurecht. Und dass die Bayern trotz des Ausfalls von Lewandowski nach vorne so gefährlich sind,
ist nicht überraschend, aber in der Ausführung schon wirklich respektabel. Erster Schuss, erster Treffer, Koron Tortolisso, schöne Direktabnahme. Der Ball passt perfekt unten links rein. Thomas Müller legte das Ganze auf. Was war bei den Fuggerstädtern los? Das ist ein Beginn, wie man ihn in der Allianz Arena nicht erleben möchte. Doch die Reaktion dann war erstmal gut. Vargas durch zu Max gesteckt und die Riesenmöglichkeit für Marco Richter. Muss es natürlich sein. So viele Chancen in der Güteklasse gibt es hier nicht. Manuel Neuer macht es gut, doch Marco Richter muss diesen Ball einfach verwerten. Nun übernahmen aber wieder die Roten. Goretzka, Gnabry, Goretzka und Raube Leo. Das wollen sie spielerisch lösen. Hinten ist zwar löblich, aber auch fahrlässig. Thiago durchgespielt zu Serge Gnabry, 27. Minute und das 2:0. Kubek kann wieder nur hinterher schauen. Heute traf ihn bis dato zumindest keine Schuld. Und sie rollten jetzt. Hansi Flicks 11, perfekt eingestellt. Goretzka 3:0. Da verneigt man sich noch einmal schnell. Das ist wieder einer dieser Tage. Es läuft alles bei den Bayern. Aber auch weil sie viel investierten, beim FC Augsburg ging einfach gar nichts. Der zweite Durchgang, er öffnete dann wieder ähnliche Bilder. Der FC Bayern komplett dominant, Augsburg ohne Zugriff. Zumindest mal einer für Kubek, in der er zeigen kann, dass in ihm auch ein Bundesliga-Keeper steckt. Schöne Situation hier für Gnabry, auch für Kubek. Den muss er auch halten, macht er aber trotzdem sehr sehenswert. Keine Stunde gespielt, wieder die Bayern, immer wieder kurz ausgeführte Eckstöße, immer wieder kommt der FC Augsburg damit nicht klar. Goretzka 4:0, 59. Minute. So sieht das dann aus. Und jetzt sieht Kubek wieder nicht gut aus, steht etwas zu weit vor seinem Kasten und kommt an diesen angelupften Kopfball nicht mehr heran. Es war lange alles entschieden, auch das 3:0 im ersten Durchgang hat schon alles klar gemacht. Jetzt kam Coutinho nochmal, nicht eigensinnig, sondern mit dem Auge für den Mitspieler. Thomas Müller mit dem 5:0 Endstand. Standesgemäß. Sehr schön anzuschauen, zumindest als Bayern-Fan. Für den FC Augsburg war dieser Kurzausflug nach München überhaupt nichts. Zum Abschluss des Spieltags empfing der 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf am Sonntagabend um 18 Uhr in der heimischen Opel Arena. Düsseldorf schenkte eine 3:0-Führung noch her gegen die Hertha. Bei Mainz lief es ganz gut, gegen Paderborn gewann man mit 2:0. Hier hatte man auch die erste Möglichkeit. Jean-Philippe Mateta mit dem Abschluss, aber Carsten Meier mit einer richtig guten Reaktion. Nun das erste Mal auch Düsseldorf mit einer schönen Angriffsaktion. Zimmermann auf der rechten Außenseite. Flanke kommt gleich auf den ersten Pfosten gebracht. Karaman mit dem Kopfball. Der traf gegen die Hertha. Hier kommt der Ball nur ans Aluminium. Glück für Zentner. Der war sich ziemlich sicher, dass der vorbeigeht. Wird aus seiner Sicht glücklicherweise nicht bestraft. Kurz vor dem Seitenwechsel die 05er. Ein weiteres Mal. Mateta zu Onisivo. Kastenmeier greift nochmal ein. Hielt das 0:0 fest. War durchaus anzuschauen, dieses Spiel, und zwar schön. Auch wenn wir noch keine Tore gesehen hatten, hatte der erste Abschnitt durchaus etwas zu bieten. Springen wir in den zweiten Abschnitt. Er begann mit einem Eckstoß in der 58. Minute für Mainz. Levin Öztunali steht bereit.
Da ist Onisivo. Der Ball zweimal geklärt. Latte noch nicht drin. Und jetzt aber über der Linie. Jean-Philippe Mateta. Jetzt hat er seinen Treffer. Kuriose Szene. Kastenmeier geht nicht resolut genug raus. Ist aber vielleicht auch noch etwas geschädigt vom schmeichelhaften Elfmeter aus der Vorwoche gegen die Hertha. Und geht auf Nummer sicher. Kassiert trotzdem den Gegentreffer. Jetzt musste Düsseldorf reagieren. Ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Das ist Balrisha mal. Flachschuss links vorbei. Damit bringt man Zentner dann auch nicht wirklich aus der Ruhe. Die Partie neigte sich nun so langsam dem Ende entgegen. Etwas mehr als 10 Minuten nur noch auf der Uhr. Düsseldorf tat sich jetzt mehr und mehr schwer, Szenarien zu kreieren, die gefährlich werden konnten. Mateta auf der anderen Seite hatte noch eine Szene, 81. Minute. Mehr war es dann aber auch nicht. Mainz konnte damit bestens leben, denn sie führten mit 1:0, brachten das über die Zeit, holen den nächsten Heimdreier. Wichtige Punkte gegen Paderborn und gegen Düsseldorf. Und die Fortuna, ja, die muss hoffen, dass die Konkurrenz mitpatzt. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es dir gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zur nächsten Prognose, dürfte dann wieder Champions League sein. Bis dann und adios.